Moin Moin, hier ist der Ralf aus Oldenburg. Heute am Mittwoch, den 26. August 2020. Der Sommer ist anscheinend vorbei. Ich gehe wieder hier im Regen spazieren mit dem Hunde in die Runde. Und noch vor ein paar Tagen war es über 30 Grad warm. Das ist doch schon ein ziemlicher Temperatursturz. Ja, vielen Dank für alle netten Kommentatoren aus dem letzten Video. Ich werde meine Videos jetzt einfach umbenennen nach Sendeschluss und dann 01, 02 und so weiter. Und heute möchte ich eine Aufnahme vorstellen, die ich gehört habe am 4. August diesen Jahres. Und da geht es um die Temperaturmessung, die man ja heute neuerdings macht, um angeblich infizierte Leute mit Corona herauszufinden. Und da gibt es so eine Art Laserpistolen, die werden an den Kopf gehalten. Und zweimal habe ich das mit mir machen lassen. Das ging dann eben um die Temperaturmessung. Ich wollte dort bei dieser Gelegenheit also ältere Leute in einem Wohnheim besuchen. War auch nicht alleine da und wollte dann alleine auch nicht den Querkopf abgeben und habe das mit mir machen lassen. Ist aber nicht so gut, diese Temperaturmessung, weil die angeblich das dritte Auge kochen soll, also die Zirbeldrüse, Pineal Gland. Das ist wohl hier im Kopf, hinter der Stirn gleich eine besondere Stelle im Gehirn, die Verbindung zu höheren Dimensionen erlaubt. Angeblich sehr esoterisch alles. Aber ich werde diese Temperaturmessung wohl nicht mehr mit mir machen lassen. Hört euch das selber an. Das war's für heute. Viele Grüße vom Ralf. All right, got a question come in. Everywhere you go, they want to point a laser and take your temperature. Is it safe? Folks, do not let them point it at your head. That laser that goes through is going through your third eye, which is right in the center of your forehead, and it's going into your pineal gland, okay? And what it's doing, every time they hit you with that, it tries to cook your pineal gland. So if you can keep from it, don't let them scan you. That is the worst thing in the world that you can do. So my recommendation is don't let them hit you in the head with that.